Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Lexan und wir spielen ab heute Subnautica. Ich schmeiße mich quasi ins kalte Wasser. Haha. Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Ich war nur ganz kurz mal drin, um ein paar Einstellungen zu checken und habe das Spielchen dann gleich wieder gelöscht, um jetzt mit euch ganz von vorne anzufangen. Und wir haben hier mehrere Modi. Überleben, freies Spiel, Hardcore und Creative. Also Überlebensmodus ohne Hunger und Durst. Also freies Spiel nehmen wir nicht, wir nehmen das Standardspiel. Wie sich das gehört, das machen wir. Hardcore ist mir zu Hardcore, ehrlich gesagt, und kreativ. Soweit sind wir noch lange nicht, also drücke ich jetzt auf Überleben. Los geht's. Aha. Ich dachte, jetzt kommt hier voll der Film. Gut, wir gucken uns den Ladebildschirm an. Warum nicht? Der ist ja auch schön. Grafikeinstellungen habe ich natürlich auf Maximum gedreht. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Der Film fängt an. Launch in 3, 2, 1. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Aua. Voll ins Gesicht, Mann. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Lass mich bewegen. Los. Ja, nur lass mich doch was tun. Himmel, Herrgott. So. So, rechte Maustaste. Feuer löschen. Drücke F8, um Fehler zu melden oder eine Rückmeldung zu geben. Nein, noch sind keine Fehler da, danke. Starte Notfallmodus. Altera. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Okay, okay, okay. Good luck. Mit Tab kann ich öffnen und schließen den PDA. Okay, was haben wir denn für Aufzeichnungen? Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Diese PDA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet. Dich auf einer fremden Welt am Leben zu erhalten, hatten wir gerade gelesen. Okay, gut, das war ja gerade, was sie erzählt hat. So, drücke Tab, um ihn zu schließen. 1, 2, 3, 4, 5 für den entsprechenden Schnellzugriffsplatz. Okay, da haben wir einmal den da. Okay, alles klar, das kennen wir von den anderen Spielen, kein Problem. So, ich möchte jetzt bitte keinen Feuerlöscher in der Hand haben. Kommunikator. Irgendwas muss ich doch hier bestimmt tun, ne? Da muss ich was reparieren. Fabrikator. Ja, okay, dann, ich muss höchstwahrscheinlich sowieso erstmal raus, das weiß ich ja, um irgendwelche Sachen zu sammeln. Und so weiter. Das heißt, wir würden eher erstmal rausgehen und uns einmal nach dem Rechten schauen. Unten rum oder oben rum? Ich glaube, ich gehe erstmal oben rum kurz. Schauen, was. Okay, da ist unser Raumschiff.
mit dem wir abgestürzt sind. Hier war doch eben gerade noch was am Fliegen. Ja. Okay. Okay, gut. Medikit. Das nehmen wir schon mal. Frachtbehälter. Was haben wir da alles drin? Eine Leuchtfackel. Wie kann man das denn alles nehmen? Da gibt es bestimmt noch einen Trick, wie ich das alles rüberziehen kann. So, Inventar. Hätte ich auch eigentlich drinnen lassen können erstmal, ne? Das ist ja ein Frachtbehälter. Ich bin auch doof. So, warte mal. Das Wasser kann da drinnen bleiben. Medikit kann drinnen bleiben. Der Feuerlöscher auch. Die Leuchtfackeln. Wegwerfleuchte nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Ja, die würde ich jetzt erstmal hier drauf lassen. Und Nährstoffblock würde ich auch noch drauf lassen. Und eine Flasche Wasser. So. Hallo? Hallo. Das ist wieder der PDA, ne? Und wie kann ich den denn? Nein! Okay, dann bleibt das scheinbar im Inventar. Diese Sachen kann man nicht auf die Schnellleiste packen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, ich glaube, wir dürfen gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir müssen, glaube ich, mal einmal runter. Ich sammle einfach ein, was hier so rumliegt, ne? So, und ich glaube, ich muss eh gucken, dass ich nicht Inventar voll. Inventar ist jetzt schon voll. Cool. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Säurepilz jetzt machen soll. Müssen wir mal gucken. Säurehaltiges Fleisch, damit kann ich doch bestimmt gar nichts anfangen, oder? Warte mal. Oh, ständig, ich drücke ständig auf Escape. Das ist gar nicht cool. Fabrikator. Kann ich da irgendwas mitmachen? Säurepilz und Kupfererz. Okay. Wenn wir jetzt noch mehr Kupfererz sammeln, kann ich eine Batterie bauen. Okay. Was muss ich überhaupt bauen? Also Essen ist ja sowieso total wichtig. Wasser, gefiltertes Wasser, Bestandteile unbekannt. Desinfiziertes Wasser. Hm. Okay. So, jetzt ist natürlich alles irgendwie voll. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Säurepilzen? Kann man die essen? Nee. Warte mal, also Energiezelle? Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Deine Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich gerade erhöht zu unwahrscheinlich, aber möglich. Ach so, danke, ja, schön. Hm. Baupläne. Ich habe viel zu viel Kram gerade, glaube ich, gesammelt. Ich schmeiß die einfach wieder raus, oder? Kann ich die wieder rauswerfen, ist die Frage. Wie kann ich die denn? Hallo?
Jetzt muss ich wirklich dahin. Moment mal kurz. Tastatur. Springen, dekonstruieren, verlassen, einstecken, linke Hand benutzen, rechte Hand zum nächsten wechseln. Foto machen, nachladen, laufen, nach oben bewegen. Wie kriege ich denn den Mist wieder weg? Verlassen, einstecken, dekonstruieren ist Q. Hä, was? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Quatsch wieder loswerde. Die Batterie mache ich hier schon mal rein. Dann hole ich jetzt einfach erstmal, ich guck mal, dass ich ein bisschen mehr Kupfer kriege. Damit ich mehr Batterien bauen kann. Die brauche ich ja scheinbar. Guck mal, was ich sonst noch so einsammeln kann. Ich weiß nicht, wo ich den Kram hinmachen soll. Ha, das ist ja interessant. Okay, wir gehen mal runter. Wir brauchen Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hier vielleicht? Nee. Eben hatte ich doch auch Kupfer gefunden. Ich will jetzt keine Säurepilze mehr haben. Noch mal kurz hoch. Und jetzt wird es schon Nacht. Das ist ja furchtbar. Ich kann hier nur Säurepilze sammeln. Interesting. Interessant. Okay. Warte, warte, warte. So. Fehlgeschlagen. Ich werde jetzt mal annehmen. Irgendwas muss ich doch hier bestimmt noch machen. Reparaturwerkzeug muss ich bauen. Silikongummi und Batterie. Zwei Batterien brauche ich und Silikongummi. Schlingpflanzen, Samenbüschel, Quarz. Ausrüstung, Titan. Ich habe jetzt echt nicht viel gesehen da unten, ne, muss ich ehrlich sagen. Reparaturwerkzeug wäre halt super. Silikongummi, Höhlenschwefel, Titan. Okay. So. Was ist das da? Da brauche ich auch Reparaturwerkzeug. Also es ist eindeutig, ich brauche Reparaturwerkzeug. Das ist ja, das habe ich messerscharf erkannt. So. Ganz ohne Probleme. Wie spät ist das eigentlich? Grundmaterial. So, warte mal. Jetzt gucken wir hier mal rein.
Reparaturwerkzeug. Ja, da steht ja das gleiche drin. Rettungskapsel. Bleibt bitte an. Aufzeichnungen und Datenbank. Überlebensausrüstung, ergänzte Technik. Fange hier an. Wenn du das hier liest, hast du die Notfall-Evakuierung eines Blablabla und so weiter. Überlebenscheckliste. Leiste erste Hilfe, falls erforderlich. Mache eine Bestandsaufnahme von Materialien und Lebensmitteln. Teile Rationen ein. Suche die Umgebung nach Bedrohungen, Ressourcen. Abstelle benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Rettungskapsel her. Untersuche die Rettungskapsel nach Schäden und führe Reparaturen durch, falls erforderlich. Setze ein Notsignal per Kurzstreckenkommunikator der Rettungskapsel ab. Suche andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators. Finde oder konstruiere eine langfristige Unterkunft. Halte deine körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrecht. Diese Information ist als eine allgemeine Anleitung zu verstehen. Bauplan, Datenbank unbrauchbar. Ein Schaden im Hauptspeicher deines PDA hat annähernd 80% der gespeicherten Überlebensbaupläne unbrauchbar gemacht. Na toll. Die Baupläne können wiedergewonnen werden, indem geborgene Technik mit dem tragbaren Spektroskopscanner gescannt wird oder Baupläne aus einer Datenbox an Bord des Schiffes heruntergeladen werden. Unter den derzeitigen Umständen können sie höchstwahrscheinlich in den Wracks der Aurora gefunden werden. Aha. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Universalschutzanzug brauchen wir irgendwann. Zustand Aurora. Zwei Koje Notfallrettungskapsel. Da sind wir jetzt. Mhm. So, welche Uhrzeit haben wir denn jetzt? Wieso habe ich hier so wenig Informationen? Prinzipiell gar keine Informationen hier. Ah. Ist es denn jetzt schon besser? Ich gehe mal nochmal... Nee, das ist absolute Nacht. Also im Dunkeln will ich hier jetzt aber auch nicht rumschwimmen. Kann man das vielleicht noch einstellen? Irgendwo? Nö. Ich habe halt auch... Ah, jetzt wird es wieder hell. Okay. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, wenn mich nachts da irgendwas überrascht. Verstehst du? So. Es wird jetzt wieder heller. Hui! Adrige Nessel. Warum ist hier so wenig Zeug? Was war das? Hilfe? Boah, ist das gruselig, ey, sag mal. Scheibenkoralle. Kann das sein, dass ich irgendwas brauche? Was ist denn das da vorne für ein Klotz? Hier ist irgendwas. Oxygen. Ja. Ich schwimme. So, was haben wir noch so? Ich meine, das sieht schon ein bisschen, das sieht richtig cool aus, ne? Da vorne ist auch noch was. Thank you.
Aha. Warte, kurz erstmal hoch. Oxygen. Hier müsste doch eigentlich irgendwas aufzumachen gehen, oder? Oder etwa nicht? Signalbojenfragment, Gravitationsfallenfragment. Kann ich das, warum kann ich das alles nicht aufsammeln? Das kann man vielleicht nur mit bestimmten Werkzeugen oder so aufsammeln, möglicherweise. Vielleicht. Oh, ich bin voll gebannt hier gerade. Was ist das? Hier kann ich auch nichts machen. Einfach nur irgendwelche... irgendwelche Sachen. Okay. New creature discovered. Ah, cool. Bumerangfisch. Ah, ich brauche mehr Sauerstoff, so geht das nicht. So. Okay, okay, okay. So, von da kam ich ja. Was ist das hier? Neuer Bauplan! Yeah! Was ist das hier? Oh. Schlingpflanze. So, wo ist denn mein da? Ich muss einmal kurz zurück, weil ich habe viel zu viel Platz verschwendet. Aber ich habe Schlingpflanzen gefunden. Das waren diese gelben Dinger. Da muss ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal hin. Wie werde ich Sachen los? Wie werde ich Sachen los? Ich habe ja nun mal viel zu viele von diesen komischen Pilzen gesammelt. Warum auch immer ich das getan habe. So, warte, erstmal gucken hier beim Fabrikator. Kann ich da bestimmt irgendwas tun? Ich könnte zum Beispiel Schlingpflanzen-Samenbüschel machen. Also Schmierstoff bauen. Titan. Silikongummi kann ich machen. Also auch mit dem Zeug. Okay, und hier kann ich... einen Bumerangfisch kochen. Salzablagerung brauche ich aber auch noch dafür. Okay, kann ich also noch nicht. Gut. Ich möchte ja Werkzeug, Reparaturwerkzeug bauen. Richtig. Und dafür... war das hier? Nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Das war nicht hier. Muss hier irgendwo sein. Genau. Reparatur. Ich brauche dafür Höhlenschwefel, Silikongummi und Titan. Okay, Silikongummi. Und Titan. So, haben wir. Wasserdichter Behälter. Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Mobile Fahrzeugstation. Seegleiterbestandteile unbekannt. Okay. Ausrüstung. Standardtauchflasche. Schwimmflossen. Was habe ich denn momentan an? Gar nichts wahrscheinlich. Feuerlöscher habe ich schon. Leitung. Ein Leitungssystem kann in Verbindung mit einer... oh.
funktionsfähigen Pumpe zum Transport von Atemluft verwendet werden. Schwimmende Luftpumpe. Feldmesser, Standard-Überlebenswerkzeug, multifunktional. Was mache ich denn damit? Leuchtfackel? Das ist ein... Das brauche ich, ne? Ich nehme das mal. Ich glaube, das macht Sinn. Und eine Standard-Tauchflasche könnte man doch eigentlich auch bauen. Was habe ich denn momentan für eine Flasche? Habe ich überhaupt eine? Habe ich eine Flasche? Hm. Also baue ich jetzt eine. Gut. Dann machen wir das. Die können wir gebrauchen. Okay. Und hier Titan. Okay. Zack, zack. Kann ich hier doch noch? Zum Transport von Atemluft. Ja, das könnte man vielleicht noch mal machen. Und schwimmende Luftpumpe. Hm, okay, gut. Wie sieht denn jetzt mein Gepäck aus? Voll. Es ist ziemlich voll. So, wir haben ein Messer, wir haben Metallschrott noch. Wir brauchen Wasser. Vital signs stabilizing. Kriegen wir denn noch Wasser her? Was mache ich damit? Kann ich das vielleicht? Nein. Oh, ich brauche unbedingt einen Behälter oder sowas, wo ich Sachen reinmachen kann. Und ich muss Wasser bauen. Chlorbleiche. Desinfiziertes Wasser. Chlorbleiche. Gut. Ich muss nochmal runter. Habe ich jetzt ein bisschen Platz eigentlich? Ich habe gar nicht viel Platz, ne? Wie werde ich denn den Quatsch wieder los? Was ist das hier? Oxygen. Ich sammle das einfach mal ein, ne? Mal gucken. Und ich brauche irgendwie Sauerstoff oder sowas. Und eigentlich brauche ich Wasser. Viel davon. Viel, viel Wasser brauche ich. Irgendwie war mir doch so, da gab es doch so eine Fische. Wie diese? Nee, nicht diese, diese. Nee, ein Glubscher, damit kann ich nichts anfangen, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Mit irgendeinem Fisch kann ich doch bestimmt Wasser filtern. Creatures. Warte mal, der Glubscher. Hier war das, glaube ich. Welche Tiere ich habe? Welche Tiere habe ich denn jetzt entdeckt? Wo sehe ich das denn?
Proteinreiche Augäpfel, sehr nahrhaft. Ah ja, schmeckt gut um die Flosse herum. Gepökelte Nahrung. Hm. Ja, Datenbank. Da muss doch irgendwas von irgendwelchen Viechern stehen. Irgendwie, was ich hier gerade gesammelt habe. Essen? Ich glaube, roh möchte ich den nicht essen. Schwebe besteht aus mehreren Organismen, Organismen in Symbiose, Lebenszyklus unbekannt. Okay, ich bin eh schon wieder voll. Ist natürlich ein Problem. Habe ich den jetzt mitgenommen? Ja. Ich weiß nicht, die machen mir irgendwie Angst. Ich brauche Wasser. Wo kriege ich Wasser her? Das ist jetzt die nächste Frage. Wir werden jetzt eben zurück in die Kapsel und dann müssen wir herausfinden, wie wir Wasser herstellen können. Sonst werden wir das hier nicht überleben. Das steht mal fest. Ja. So. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da und einen Daumen hoch und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.